Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde hier bei die schlimmsten Szenen aus Hogwarts. Ja, wir sind weiter hier bei Book of Unwritten Tales Teil 2 in der Beta. Und ja, ich weiß, ich bin jetzt gerade echt am überlegen. Bin ich jetzt in die Bibliothek? Nein, ich wollte mir die Eingangstüre hier anschauen. Wir müssen weiterhin unsere paar Probleme hier noch lösen. Wir müssen die. Solange ich die drei Aufgaben nicht geschafft und dem Direktor Bescheid gegeben habe, kann ich hier nicht raus. Ich will ihm und der Ratsvorsitzenden keine Chance geben, mich als schlechte Wahl des Erzmagiers dastehen zu lassen. Okay, wir müssen irgendwie diese verdammte Eingangshalle hier reinigen. Und ich habe wirklich keine Ahnung, wie wir diesen Schrott hier schaffen sollen. Wir können nochmal... Dieses Buch habe ich mir schon angeschaut. Schauen wir da drüben nochmal. Was ist das hier? Gesetze Aventasiens. Hallo, bist du lebendig? Du beißt mir doch nicht die Finger ab, wenn ich dich aufschlage, oder? In Bracken ist es Männern gesetzlich verboten, ihre Frauen an Sonntagen böse anzuschauen. In Belzine ist es Frauen verboten, einen falschen Schnurrbart zu tragen, wenn dieser Tempelbesucher zum Lachen verleiten könnte. Er war's. Seltsame war's. Gesetze. Was haben sich unsere Gesetzesgeber sonst noch so einfallen lassen? Bin ich gespannt. In Schindulla ist es Männern wie Frauen über 18 Jahren gesetzlich untersagt, ihren Mund zu einem Lächeln zu öffnen, wenn dabei mehr als ein fehlender Zahn sichtbar wird. Oh, das wäre doch was für RTL. Kann sich doch niemand ausdenken. Das sind die albernsten Gesetze, von denen ich jemals gehört habe. In Seefels ist es öffentlichen Mitarbeitern unter 1,5 Metern Körpergröße verboten, Arbeiten in mehr als 3 Metern Höhe auszuführen. Ding Dong! Puh, ich nehme alles zurück. Das Buch kommt mit. Okay, dann haben wir schon eine Lösung gefunden, wie wir zumindest mal die Spinnweben irgendwie... Die Bücher haben viel durchgemacht. Sie haben sich etwas Ruhe verdient. Okay. Dann auf zum alten, trotteligen Bloch. Den machen wir fertig. Gibt er irgendwas? Ich muss einfach mit ihm sprechen. Ich habe gerade nichts mit ihm zu bereden. Und das ist doch gut so. Na, schade. Mit ihm spreche ich eigentlich immer am liebsten eigentlich. Rede mit Troll. Betrachte die Treppe. Gibt es da noch irgendwas? Mich würde schon interessieren, was es in den oberen Stockwerken zu entdecken gibt. Aber es ist zu gefährlich. Ein magisches Gebäude, das 2 Jahrzehnte auf sich allein gestellt war. Hier tropft Magie durch jede Decke und das kann interessante Auswirkungen haben. Okay, die Spinnenweben. Ja, wahrscheinlich können wir hier jetzt gerade nichts machen. Wir schauen uns nochmal ein bisschen im Lehrerzimmer um. Vielleicht gibt es da noch irgendwie eine Lösung oder eine Möglichkeit, wie wir das Ganze... hier lösen können, der Schaukasten. Ich glaube, es hat irgendwas mit dem Besen da hinten zu tun. Das ist, ja, liegt mir im Gefühl. Aber jetzt geben wir erstmal das Gesetzbuch dem alten Bloch. Herr Direktor, bitte werfen Sie einmal einen Blick hier rein. Was ist das? Haufenweise alte Gesetze und Verordnungen. Tatsächlich. Das ist ja fantastisch. Meinen Sie, dass die noch Gültigkeit haben? Aber natürlich. Solange ein Gesetz nicht formal zurückgenommen wurde, hat es die gleiche Gültigkeit wie an dem Tag, als es erlassen wurde. Eines der Gesetze besagt, einem Staatsbediensteten unter 1,5 Metern Körpergröße ist es nicht gestattet, in mehr als 3 Metern Höhe zu arbeiten. In der Tat, ich sehe es. Und trotzdem wollen Sie, dass ich die Spinnweben in der Eingangshalle entferne? Die Spinnweben an der 5 Meter hohen Decke? Oh, natürlich nicht. Professor Wetterquarz, ich möchte mich in aller Form bei Ihnen entschuldigen. Juhu! Ich hätte das nicht von Ihnen verlangen dürfen. Ich kannte das Gesetz nicht. Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Aber ich vergebe Ihnen. Können wir die Aufgabe, die Spinnweben zu entfernen, damit als erledigt betrachten? Selbstverständlich. Lassen Sie mir das Buch bitte hier. Ein altes Gesetzbuch kann beim Aufbau einer neuen Ordnung nur nützlich sein.
Jawohl, die Aufgabe ist gelöst, aber ich bin hier noch nicht weitergekommen. Wir reden vielleicht nochmal mit dem Bloch. Entschuldigen Sie, Direktor Bloch. Ja. Wegen der Aufgaben. Wegen der Aufgaben. Ja. Die Bibliothek ist zurückgekehrt. Die Bibliothek ist zurückgekehrt und der Eingang befindet sich in der Eingangshalle. Verstanden. Das war ziemlich gute Arbeit, oder? Wollen Sie jedes Mal ein Lob, wenn Sie etwas richtig machen, für das Sie bezahlt werden? Ja, bitte. was ich noch wollte... Dann mache ich mich wieder an die Arbeit. Okay. Sie sind auf einem erstaunlich guten Weg. Ja, aber irgendwie komme ich hier nicht weiter. Es ist wie verhext. Irgendwie muss man hier doch... Ich schaue mir nochmal den hier an. Ob ich den Siegerbesen dafür missbrauchen könnte, die Eingangshalle auszufegen? Ich meine, ein Besen ist ein Besen, oder? Ja. Leider kann ich den Schaukasten nicht einfach öffnen. Er ist abgeschlossen und ich habe keinen Schlüssel. Der Schaukasten lässt sich nicht ohne weiteres öffnen. Er ist mit einem Schloss gesichert. Na Mist. Dann schauen wir in unseren Klassenraum nochmal rein. Vielleicht gibt es ja da noch irgendwas. Ich bin echt ein bisschen verwirrt jetzt gerade. Oder vielleicht... Im Moment habe ich keine Fragen. Oh, ich schon, eigentlich. Die magische Schiefertafel von Meister Alistair. Ich mag sie. Sie sieht wichtig aus. Und sie hat schön abgerundete Ecken, die das Design einzigartig machen. Oh, immer dieses Schlagen auf Apple. Aber ja. Man kann sich ja alles patentieren lassen, was man will. So. Gibt es hier irgendwas? Im Ofen hab ich da... Ist hier noch irgendwas drin? Hey! Einige alte Münzen. Vielleicht hat einer meiner Vorgänger seine Altersvorsorge von einem bissigen Fisch bewachen lassen. Ja, aber dieser Fisch, der hat wahrscheinlich seine besten Tage schon gesehen. Münze, da war doch was in der Eingangshalle. Mit, hier mit, diese Scrubs-Anspielung. Ich hab ein Gefühl... dass wir da die schönsten Szenen einfach nochmal nachspielen müssen. Ich meine, wir können natürlich auch probieren... Nee, nimmt er nicht. Aber klemme eine Münze in die Tür. Wenn ich eine Münze in den Türspalt auf der Seite mit den Scharnieren stecke, kann die Tür nicht mehr geöffnet werden. Erledigt. Und der Hausmeister hat nichts bemerkt. Okay, dann dürfen wir jetzt endlich mal wieder mit ihm reden. Und... Er müsste ja die Schlüssel haben. Hallo. Alter, muss er ständig nerven. Ich glaube, da steckt eine Münze in der Tür. Sie lässt sich nicht mehr öffnen. Hast du die Münze da reingesteckt? Nein. Nein. Ich hasse es, wenn die Türen blockiert werden. Und da sind die Schlüssel. Und ich glaube... Ein großer Schlüsselbund. Vermutlich sind das alle Schulschlüssel, die es gibt. Ja, nein, das wird nichts. Der Schlüsselbund ist an seinen Gürtel geknotet. Ja, dann nehmen wir den Öffnenzauber. Nein, das wird nichts. Der Schlüsselbund ist... Er würde mich bemerken, wenn ich hinter ihm stehen und an seinem Gürtel herumfummeln würde. Ja, ich benutze den... Lasche öffnen, Zauber. Jetzt aber schnell. Omnia nunc aperuero. Na also. Und er hat nichts gemerkt. Okay, dann schnappen wir uns den Schlüsselbund. Hab sie. Nein, ich muss nochmal zurück. Tut mir leid, es geht nicht so einfach. Ich muss nochmal mit ihm reden. Ich habe gerade nichts... Ach, schade.
Ich dachte, er hat noch irgendwas Neues. Es ist einer meiner absoluten Lieblingscharaktere hier. Der gute Bart. Okay. Einer dieser Schlüssel müsste doch passen. Na also. Ui, konnten wir uns da gerade teleportieren? Dann nehmen wir den Besen. Was sind das für Geräusche, Professor Wetterquarz? Ich habe nur einen hässlichen Fleck von unserem Schaukasten entfernt. Die Erfolge unserer Schule sollten für alle Welt als leuchtendes Beispiel zu sehen sein. Gut gesprochen. Okay. Dann geht's raus und jetzt benutze ruhmreicher Besen, fege den Fußboden. Also gut, Ärmel hochgekrempelt, ein Lied auf den Lippen und los geht's. Dum, 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 dum. Wem mache ich was vor? Der Dreck ist festgetreten und löst sich kaum vom Boden. Der Besen ist unhandlich und die Halle ist groß und ich hasse Putzen. Es würde Stunden dauern, bis ich fertig bin. Es muss eine bessere Lösung geben. Es ist so ein Nimbus 2000, oder? Der Besen an sich funktioniert. Es ist die körperliche Arbeit, mit der ich mich nicht anfreunden kann. Ja, wir haben doch hier diesen Automatisierungszauber gehabt, oder? Ja, genau. Dann verzaubern wir jetzt den Besen. Mal sehen. Warum arbeiten, wenn man auch zaubern kann? Ja, das hat schon früher in der Geschichte gut funktioniert. Nicht. Aber, ja, Hauptsache die Halle ist gefaked jetzt. Bin gespannt, machen sie jetzt einen Schnitt, damit das ganze Zeugs hier verschwindet, oder muss ich einfach hier abhauen, damit das Ganze geht? Wir reden nochmal mit Bob. Ich habe gerade nichts mit... Schade. Okay, dann... Ich glaube, es ist wieder so ein Fall, wo wir einfach den Raum verlassen müssen. Und wenn wir zurückkommen, ist alles wieder gemacht. Das hatten wir ja vorher schon ein paar Mal hier, wo Siri plötzlich aufgetaucht ist. Und gut, was können wir denn hier noch machen? Was haben wir hier für Möglichkeiten? Wir können in den Ofen nochmal schauen. Jemand wollte sich wohl ein Feuer machen und die Buchseite verbrennen. Zum Glück für mich hat ihn irgendetwas davon abgehalten. Okay, dann auf zurück gehen wir in die Eingangshalle und... Oh, so ein super... Er ist schon sauber. Fertig mit dem Boden. Zumindest würde ich das als sauber genug bezeichnen. Wenn er noch sauberer wäre, würde nur auffallen, wie dreckig alles andere hier ist. Ja, wie geleckt. Also gut, Besen, du kannst aufhören. Besen, das war's. Hey, stopp! Stopp, habe ich gesagt. Ich könnte da ein kleines Problem haben. Ja? Das Problem ist jetzt eher den Besen jetzt hier zum... Ach, ich kann ja hier in der Mitte drücken. Das muss doch gehen. Bei den Mächten der Magie manifestiert in mir, befehle ich dir, stopp! Bitte? Nichts. Ah, das wird sicherlich funktionieren. Ene, mene, kalter Regen, der Besen hört jetzt auf zu fegen. Hex, hex. Ene, mene, kalter Regen, der Besen hört jetzt auf zu fegen. Hex, hex. Hätte ich mir denken können. Ich bin ja keine Hexe. Iris, Sasun, Idesi, Sasun Heraduodur, Suma. Habt Heptidun, Suma Herilisidun, Sumaklu. Nichts. Vielleicht habe ich mehr Erfolg, wenn ich nicht einfach erfundene Wörter aneinanderreihe. Okay. Du hast gewonnen. Für den Moment. Wir Aber fühle dich nicht zu sicher. Irgendwer wird schon Rat wissen. Wir hatten doch in der letzten Folge in der Bibliothek, hatten wir doch
oder war es in der vorletzten Folge, ich weiß es gar nicht mehr, hatten wir doch dieses eine Buch der Zauberlehrling. Hier in der Mitte, genau. Dann schauen wir doch mal hier. Und du? Wer bist du? Dich rief die Geister, werd ich nun nicht los. Ha, ein passendes Buch. Der Zauberlehrling. Sag einmal, wie ist der Zauberlehrling die verhexten Besen im Buch wieder losgeworden? In die Ecke, Besen, Besen, seid's gewesen. Denn als Geister ruft euch nur zu seinem Zwecke erst hervor der alte Meister. In die Ecke, Besen, Besen, seid's gewesen. Na, dann haben wir's doch. Perfekt. Heute läuft's irgendwie. Also, ja. Ich bin ja auch gespannt, wie es jetzt dann weitergeht. So, jetzt hier. Banne den Besen. Das muss doch gehen. Obwohl ich Bibi Blocksberg natürlich auch nochmal hier... In die Ecke, Besen! Besen, sei's gewesen! Hey, ich hab gesagt, in die Ecke! Naja, immerhin ist der Spuk vorbei und die Eingangshalle ist gefegt. Damit kann ich zu Direktor Bloch gehen. Und wir erhalten den Erfolg Putzteufel. Ja, perfekt. Sieht man leider hier nicht im Video, wenn ich mir hier irgendwas schnapp, aber... Ja, dann... Er scheint wieder normal zu sein. Der magische Ausflug hat keine Spuren hinterlassen. Oh, Gott sei Dank, sonst hätten wir irgendeinen Bloch bekommen. Aber wir schnappen ihn uns. Und wenn er jetzt im Inventar, möchte ich nochmal mir ihn genauer anschauen. Er scheint wieder normal zu sein. Der magische Ausflug hat keine Spuren hinterlassen. Okay, was können wir mit den Schlüsseln machen? Ist es nicht seltsam? Hausmeister haben immer einen Universalschlüssel und den größten Schlüsselbund. Stimmt. Alle Aufgaben in Rekordzeit erledigt. Ich denke, damit ist bewiesen, dass ich eine gute Wahl für die Schule war, oder? Wilbur, was willst du schon wieder? Ich wollte nur sagen, dass ich alle Aufgaben erledigt habe. Du hast... wie nicht anders zu erwarten. Was ist mit dem los? Da gibt es noch ein paar andere Dinge. Die anderen Stockwerke müssen noch vom Schutt befreit werden. Und das Dach hat Löcher. Außerdem haben wir ein Problem mit Riesenspinnen im Keller und kümmere dich um das Festessen für morgen. Direktor Bloch? Wieso spricht er uns jetzt mit Vornamen an? Aber ich kann das doch unmöglich bis morgen schaffen. Unmöglich, unmöglich. Ich dachte, für den Herrn Gnom sei nichts unmöglich. Sie und die Ratsvorsitzende werden damit nicht durchkommen. Alle Stockwerke, das Dach, der Keller und das Essen bis morgen früh. Lass dir etwas einfallen, wie du das schaffst. Wieso redet der jetzt auf einmal... Was sagst du dazu? Bisher hat er immer zu uns Herr Professor Wetterquartz gesagt. Das ist unfair! Niemand könnte all diese Aufgaben alleine erledigen. Ich brauche es gar nicht erst zu versuchen. Am besten, ich gehe runter in die Stadt und spreche mit Remy im Gasthaus. Vielleicht weiß er, was zu tun ist. Und jetzt haben wir endlich diesen Besen hier, den angeschlabberten. Und ja. Okay, dann gehen wir auch ins Gasthaus. Ich glaube, wir haben hier alles geschafft. Aber um ganz sicher zu sein, werde ich lieber hier, glaube ich, nochmal ganz kurz speichern. Wir wissen ja nie. Dann ist das jetzt YouTube 08. So, Spiel fortsetzen. Und dann verlassen wir die Schule hier. Irgendetwas stimmt hier nicht. Direktor Bloch verhält sich seltsam. Seine Aufgaben kann niemand bis morgen schaffen. Dudel, dudel, lüt. Dumm, de, du, de, lüt. Ja? Das ist nicht korrekt. Was meinst du? Die Aufgaben könnten erfüllt werden. Ja, ja. Von einem tollen, echten Zaubererlehrer.
Nein, die meisten Magier schätzen körperliche Arbeit überhaupt nicht. Sie lassen arbeiten. Aber ich habe kein Gold, um eine Armee von Handwerkern zu bezahlen. Magier vertrauen seit Jahrhunderten auf die Hilfe von Golems. Die sind stark, arbeiten ohne Unterbrechung und müssen nicht bezahlt werden. Hm, das klingt interessant. Aber ich glaube, ich werde mich erst einmal mit Remy im Gasthaus beratschlagen. Oh, klasse, klasse. Und für ihn ist die mittlere Tür. Und was ist? Tür verriegeln. Sehr wohl, Direktor Bloch. Okay. Okay, strange. Es gibt also zwei. Ja, aber wie es weitergeht, das sehen wir dann morgen in einer neuen Folge. Und dann, wumm, schieße ich mit dem Teppich empor zurück zur fliegenden Insel. Aber da war alles, ich weiß auch nicht...